Ja, hallo und herzlich willkommen zu XCOM. Tag zusammen. Na, lieber Eichi, alles klar bei dir? Ein bisschen Halsschmerzen, aber sonst. Dafür gibt's ja ein Teechen. Ja? Oh ja, Tizi hat mir hier einen leckeren Tee gemacht. Pfefferminz. Peppermint. Und er trinkt auch einen. Richtig, mit Schuss. Mit Milch. Schussmilch, genau. Ein Schuss Milch drin. Auf die englische Art und Weise. Genau, richtig. Ey, du, wenn du das Lallen anfängst in den Ich Aufnahmen, leider nicht. dann will ich auch einen Schluck. Dann willst du auch einen Schluck, okay. Dann fange ich mit an. Hier. Back to XCOM. Freut euch auf die nächsten Folgen, was? Back to XCOM. Back to XCOM? Da Ach ja, wir haben. rieselt der Schnee. Leise rieselt der. Nee, es ist Dreck von den Lüftungsschächten, weil da Aliens drin hocken. Naja, okay. Übrigens, Weihnachten ist bestimmt jetzt bei euch vorbei. Was heißt bestimmt? Weihnachten ist bei euch vorbei. Definitiv. Und das nächste Jahr ist ja auch schon da. Und wir gehen dahin? Wer ist das? Gianluca Baylor? Bela. Ja, Baylor kann dahin. Das geht. Okay, einmal um die Kurve. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ja. Guck mal von meinem Tee hier. Trinken. So, was machen wir denn hier mit unserem Emilio Santiago? Santiago de Chile? Genau unter den Rieselstellen. Ach, da riecht, oh, da draußen rieselt's. Bäh, Dann geht. nach oben schießen. Ja, nee. Was hältst du davon? Auf jeden Fall besser wie die Position, die er gerade hat. Ja, sehe ich auch so, ja. Und dann einfach mal auf Feldposten. Genau, machen wir Der das Kollege so. hat zwei Granaten dabei, also als Hui! Granaten-Upgrade, der hier Der auch. auch. Ui, da rieselt es ja auch. Der Und Osvaldo da. Ramirez. Warum habe ich denn da hingestellt, wenn es da hinten Der rieselt? Lappen. Was? Warum habe ich denn da hingestellt, wenn es da rieselt? Blöd. Blöd. Ja. Bin schon dabei, Hier Commander. rieselt es ja überall. Das ist ja echt hässlich. Naja, gut. Müssen wir mit zurechtkommen. Schau mal, was hältst du davon? Ist hier hinten? Rieselt hier hinten irgendwo noch? Ach nee, hier haben wir nochmal unseren Flecken. Ansonsten rieselfreie Zone, wenn ich das jetzt hier mal so sehe. Riesen, Da, na, da da, im Eck. geht. Bei den Okay. Servern. Hier bei unserer Verstärkungstür rieselt's zum Glück nirgends. Ja gut, aber Hier das. draußen ist mir jetzt momentan Ich weiß nicht, du eigentlich. hast die Mission schon gespielt. Ja, Hat das Rieseln nur zu bedeuten, dass da einer runterkommt, oder? Jo. Traumhaft. Da wollen sie uns in den Arsch treten. Einmal nach oben bitte. Gibt es hier auch noch einen Rieselfleck? Ja, schaut gut aus. Ja, da sehen wir nichts. Erstmal so die Map mal ein bisschen begutachten. Der Wo Tee ist ist hier gut. denn. Ja, das freut mich. Ja, schön. Wo es hier denn. Ja, leise Aliens rieselt. Ja, da ist noch was. Ja, das ist aber das unten. Ja, genau, das Genau. ist das in dem Raum. Der untere Teil. Ja, gut, okay. Wird spannend, definitiv. Und ich würde sagen. Wir bewegen uns. Rendiert sich's? Rendiert sich's? Hier hinten hin und gehen auf Feldposten, oder? Damit wir vielleicht im nächsten Zug hier hinter Volldeckung kommen. Ja, genau. Bloß die Frage ist halt, wann kommen die Aliens? Deswegen möchte ich da jetzt noch nicht doppelt laufen. Okay. Ja, ein Feldposten wäre schon gut. Weil die werden, ich glaube, was heißt, ich glaube, ich hoffe, die springen da auch nicht alle auf einmal runter. Wollen wir Flecken mal so hier Richtung dem da schicken, dass wir sagen, hier hinter Volldeckung? Dreh mal das Bild, sag mal so gut. Ja, ist okay. Ja, passt. Hier so. Danke vor. Avanti. Unser Pascal. Gut, dass er dabei ist, unser Scharfschütze. Das ist doch So. schon. Leise rieselt's Aliens. Autsch. Uah, und dann Große gleich. Aliens. Kleine Aliens. Großes Geballer. Igitt. Och, nö. Und die kommen ja gleich über. Oh. Och, Pfui Teufel. Oh, ja, okay, das ist noch Igitt. harmlos. Ach, da oben ist auch noch einer. Och, Igitt. du Scheiße. Autsch. Alter, wir kriegen fett auf die. Ach, da kommen wir schon. 1, 2, 3. Das ist doch mal schick. Wer ist da gekommen? Machen wir gleich. Wir kriegen Fett aufs Festbrett. Aufs Festbrett. Aufs Festbrett. Ich mein Fressbrett. Hab ich jetzt da einen Schuss drin oder du? Ich weiß es nicht. Wer Hast du heimlich genascht? Nein. Boah, schau mal. Du weißt, wir sind zu Hause, ne? Ist dir schon Aber klar. es macht so Spaß. Na ja, gut. Das Problem ist, ich spreng mir meine eigene. Nein, ich spreng sie nicht weg.
Aber du sprengst sie auf der anderen Seite nach unten hinweg. Ja, Herrgott, ein Tod muss mal sterben. Alter. Ich würde sagen, wir machen hier Rambazamba bei uns, oder? Ja, müssen wir eigentlich, weil wir müssen überleben und das ist ein bisschen heftig gerade, finde ich. Flecken, walte deines Amtes, Rumsbums, bitte einmal hier. Flecken macht Party! Alter. Oh, der da unten hat auch noch Schaden. Ja, natürlich. Einschüchtern, kannst dir knicken, Alter. Uns schüchterst du nicht ein. Mit den Kniffen, die wir haben, nicht. So, wir müssen auf jeden Fall uns bewegen. Ja, wir müssen auf jeden Fall da weg. Ist die Frage, hier drüben... Da kommst du nicht noch rein. ...noch nichts. Da haben wir aber draußen noch einen stehen. Der kann entweder unten entlang laufen. Dir ist bewusst, dass in dem Obergeschoss... gehen wir zurück. Da ist einer mit Sicherheit... Da ist... Ja, das meine ich ja. Die Frage ist nur, kommt der hier durch? Also hier so, blub, und geht dem auf den Sack oder geht er nach unten und kommt hier von hinten dann an unseren Bäler ran? Weißt du was? Definitiv geht er uns auf den Sack. Das ist richtig. Also würde ich sagen, versuch ihn erstmal da in Deckung zu bringen. Da hat er Volldeckung vor dem Fetten. Gott. Und was dann kommt... Lauf, Johnny. Wir sind komplett umzingelt. Das ist einfach so. Wollt man mit Deckungsfeuer hier... Wollte ich gerade. Nö, auf. Den könnten wir eigentlich hier... Der hat nur noch zwei. Ja, dann rasieren weg. 60. Nee, 60 ist bäh. Mach einen auf Gillette. Komm. Hier, Splittergranate. Macht auf jeden Fall Schaden. Ja, wir dürfen auf keinen Fall sparsam sein in der Mission. Ja. Weil das sieht ein bisschen böse aus, muss ich sagen. Oh. Na, der da oben ist halt... Ach, wir können sogar nach oben werfen. Ja, schon. Ja, aber das... Weiß nicht. Ich glaube, der untere weg wäre schon gut. Schon mal. Wir kriegen beide. Ah, den kleinen auch noch? Ja. Das ist geil. Schmeiß deine Granate. Mach mal. Gib bumm. Weg. Beide weg. Sehr geil. Double kill. So. Hier in der Volldeckung würde ich sagen. Emilio, ja. Wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Geh mal hinter Volldeckung. Was ist doof? Der Emilio. Ein guter Kerl, der Emilio. Würde ich sagen, gib ihm, oder? Hau rein. Komm, treff. Das Brasilianer übrigens. Der Emilio macht einen Schaden. Der Lappen. Sag doch, das ist ein Lappen. Ach nee, Ramirez war der Lappen. Sind beides Lappen. Sind Brüder. Beides Lappen. Sind Lappenbrüder. Halbdeckung. Ich würde ihn gerne trotzdem hier hinter Volldeckung schieben. Wäre wahrscheinlich angenehmer. Bin ich auch damit einverstanden. Der Stahlträger sollte etwas Schutz bieten. Hat zwar weniger Trefferquote dann wahrscheinlich. 45. Wir können aber natürlich auch hier einfach schon mal hier komplett alles gleich raushauen und hier eine Granate nochmal rüberschmeißen. Ist okay, weil die beiden, die werden eh nicht lang machen, schätze ich. Aber wahrscheinlich, ja. Ganz ehrlich, schau dir mal das da unten an. Weißt du, wir sind zu Hause in unserer eigenen Basis und Flecken hat schon die halbe Basis zerlegt. Kane ist dabei. Flecken. Der Jorge Medina. Jorge. Und Mari Cruz Martinez. Mari Cruz Martinez. Alter, Mari Cruz Martinez. Gut. Aber mich freut schon mal sehr. Oh, 97. Bäm, mit dem Scharfschütze, das könnte sogar sein Ende sein. Das könnte möglich. Sein Ende sein, das könnte richtig wehtun. Präzisionsschuss, gib ihm aufs Fressbrett. Hauser, mach ihn platt! Mit 97 daneben. Pascal, was tust du? Was los? Aber du darfst nochmal. Ja, mit dann, 87. Aber dieses Mal. Hier bitte, hier. Komm, zack, ne? Bumm, aus, weg. Ein Schaden. Einen! Was geht denn mit dem da oben ab? Alter, was ist denn hier los? Zieh mal die neuen rein und nutz den Rauch, den er dabei hat. Den Rauch? Ist das jetzt einer von uns, der Rote? Ja, das ist Kane. Das ist Aiden Kane? Ja. Wir sind gerettet. Aiden ist da. 55, wollen wir weiter drauf ballern? Da ist, ja, mach drauf, weil ich, der muss weg. Das ist mega viel da oben, tut weh. Ja, das ist klar, dass er daneben schießt. So, was hältst du davon, Aiden hier? Schau mal, ob er unten nicht vielleicht... Geh mal ein bisschen runter. Wohin? Ja, in die Richtung, weiter. Da wird er flankiert, das ist eher da dann. Ja. Und dann hättest du gern Rauch, hast du gesagt? Oh, ja, Rauch fände ich gar nicht schlecht, weil wir werden in der und nächsten Runde ordentlich... Ja. So 1, 2, 3. Ja, das finde ich ganz gut. Komm. So, das können wir ein bisschen... Unsere Elite-Soldaten ein bisschen schützen. Weil wir werden, wenn die Aliens dran sind, werden wir ordentlich wird uns ordentlich eingeheizt. Was hat er das jetzt gerade hinter den Rücken geschmissen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aiden ist so Trickshot, cool. Ja. Alter, geil. Gut, und dann würde ich sagen, können wir sogar noch... Nein, können wir nicht. Schade. Aber wir könnten trotzdem noch hier hingehen. Das also, würde ich nicht tun. Ich würde auf die andere Seite von der Wand gehen. Hier? Ja. Doch, nicht. Du stehst mit dem Rückendeckung zum Raum. Das ist bescheuert. So, jetzt wird uns erstmal richtig Aua gemacht.
3 Schaden ist okay. Ist okay. Dafür, dass der nicht mehr agieren kann, da kommt ist das jetzt okay. Hier der komische Läufer raus. Uah, Nahkämpfer, ich hasse diese Viecher. Er läuft doppelt. Der muss sterben. Alter! Der. Ja, du weißt doch, dass die ziemlich aggressiv sind, die Viecher. Kennen wir ja noch. Die haben was. Zum Glück sind das nur 2. Die haben was dagegen. Ui, ui, ui. Ui, der läuft auch. Der macht einen Hopser. Ah, gibt auf jeden Fall mal einen Reflexschuss. 4 Schaden, jawohl. Immerhin. Hey. Die Möhre in die Röhre. Ich stell mal den Tee ab. Genau. Tu das. So, der läuft nochmal. Der guckt sich ein bisschen. 4 Schaden. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Das hast du gut gemacht. Ihr geht, was macht denn der da? Ja, das ist auch ein Nahkämpfer, so viel ich weiß. Ja, ja. Die haben da irgendwie echt da was. Die sperren ihn ein. Die sperren ihn ein. Wir können auch diagonal laufen. Alles gut. Alles können wir? Können Nein, wir. Können wir nicht. Chaka, wir schaffen das. Was ist denn den Scheiß jetzt wieder her? Trink mal von deinem Tee, der wird kalt. Ach, ist doch wurscht. Warte, warte, wir stoßen mal an. Ein Stößchen. Auf das Ende der XCOM. Hier hin und dann auf den dicken? Können wir gerne machen. Übrigens nehme ich und der Tizzy heute ein bisschen länger auf, weil... 72? Ja, nein, vielleicht? Ja. Oder Grenadieren. Hau rein. Weil es kommt jetzt XCOM 2 im Februar und bis dahin wollen wir dieses LP eigentlich durchhaben. Das heißt, wir werden jetzt massiv aufnehmen, oder? Ja. Tizzy? Massiv, ja, richtig. So ein bisschen, ja. So ein bisschen. Und gegebenenfalls, falls es wirklich knapp wird, wird es bei uns wahrscheinlich einen Marathon geben, einen Aufnahmemarathon. Jo. Und dann werden wir vermutlich in den letzten Zügen vielleicht mal extra lange Folgen raushauen oder mehr Folgen die Woche. Einfach, ne, einfach damit wir fertig werden bis zum zweiten Staffel. Wir werden fertig. Das sagt er immer. Wir sind so nach der Folge fertig, nachdem sie uns überrannt haben. Oh, okay, finde ich gut. Find ich klasse. Nee, pass mal auf, was hältst du denn davon? Also, Taktik. Ich hab Halsweh. Ja, sehr gut. Den hier, ganz weg. Kannst du diagonal laufen? Jo. Okay. Ich komme raus. Das Problem ist, ist damit diese Runde beendet. Und dann würde ich aber mit Flecken da einfach mit einem Raketenwerfer reinhalten, wenn die alle so schön auf einem Haufen stehen. Finde ich auch gut, die Idee. Und außerdem, wenn du mit ihm jetzt doppelt läufst, müssten die auch dann doppelt laufen. Genau. Um an, wieder an ihn ranzukommen. Und das sind alles Nahkämpfer. Ich bin extra den Schritt gegangen, damit er mich nicht sieht. Ja? You know what I mean? I know, I know. So, und jetzt hier kriegt er ein Geschenk? So nicht. Doch, natürlich. Ja, sieht ganz gut aus. So, hallo. Kling. Sehr gut. Die denken sich auch, du Penner! Nicht bewegen, Freundchen. Sehr gut. Die Situation okay. Gerät außer Kontrolle. Ja, jetzt hat er Panik. Zum Glück hat er gerade noch die Granate geschmissen. In Deckung. Naja, er ist in Deckung gegangen. Hey. Das passt schon so. Was wollt's? So. Smokes. Matthias. Oder? War das Matthias? Nee. Martinez. Rücke vor. Nee, Markus. Markus. Maricruz Martinez. Martinez. Ah, okay. Granate? Ich würde gern, weil es sind einfach sichere, weißt du, was ich meine? Das sind einfach sichere. Ja, die Granaten können wir auch ruhig verballern. Das ja, vor allem, weil die Jungs werden wahrscheinlich eher sprengst halt das ganze Hauptquartier in die Luft. Ja, Herrgott, Renovierung haben wir eh nötig gehabt. Also von zu viel Zeit mit Fliegen verbracht, das sehe ich schon. So, weil jetzt will ich nämlich hier Disco, Party Hard, Raketenwerfer da unten reinsetzen. Den da drüben mal zeigen, was hier... Aber du triffst den oben auch, ne? Ist die Frage, will ich gerade schauen? Hm. Ja, ich würde sagen, das ist ein Opfer, das wir bringen müssen. Darf ich? Du darfst gerne, bitte drück den Knopf. Ups. Jetzt wird's heiß. Ich bin da ausgerutscht. Flecken... Flecken macht Friendly Fire, aber okay. Ja. Der war eh unter Panik, ja, also. Der war besessen. Da war schon ein Alien im Kopf drin. Die haben Eier in seinem Kopf abgelegt. Deswegen. Was hast denn du hier schon wieder für ein Da klingelt mein Alarm. Handy. Ich muss mal kurz Dann weg. Schau mal, genau. Gut, unser lieber Pascal, unser Smokes, der Ramirez darf auch nochmal ran. Ist die Frage am besten vielleicht von hier oben oder treffen wir den Kollegen hier? Das wäre natürlich idealst. Ich würde sagen, ach komm, wir machen es mit der Granate. Dann ist der nämlich auf jeden Fall schon mal weg. Dann haben wir schon mal das Problem nicht mehr, dass der Große hier mittendrin steht. Bumm. 3 Schaden und hinüber. Sehr gut. Der stört uns schon mal nicht mehr. Gut.
Wir haben Hauser, der noch am besten, was haben wir denn hier, 87. Wir könnten eigentlich unseren letzten Schuss vom Plasmagewehr dafür aufwenden, ja, darüber zu schießen. 87 ist eigentlich ganz gut. 10 Schaden mit, naja, es reicht nicht ganz. 25% kritisch mit viel Glück. Ob wir, ja, ein Viertel die Chance auf kritisch wäre eine Option. Vielleicht kriegt man hier, aber ich möchte mal so einen richtigen geilen 15er Crit oder so sehen. 8. 8, okay. Hey. Was soll's? Einschüchtern, er läuft. Oh, ja, Wahnsinn. Kane sieht ihn mit 90. Das könnte es schon gewesen sein. Das wäre natürlich ideal, wenn wir den jetzt gleich hier wegmachen würden. 90, bam, und weg ist er. Lieber Eiche, ich habe nochmal einen gerissen. Du bist der absolute Babo. Ja, aber hier kommt der andere Babo. Der will uns wehtun. Ja, kein Problem. Ach, nur so. Auf den Lappen. Alles gut. Gott sei Dank haben wir die Lappen geholt. Die sind von einer Austausch-Alien-Bekämpfungsfirma. Ach so, hier. Render Alien Hunter. Genau. Die sind im Austauschprogramm bei uns. 30, ich würde sagen, hier Kanonenfutter voran, oder? Ja. Oder hierhin so. Bau eine Mauer auf. Oh Mann. Was haben wir denn? 30. Nee, komm, da kommen wir mit einer Granate hin. Wieso tragen die eigentlich alle Cappies? Weil sie es können. Sind die, weißt du was? Die sind von der Lieferfirma. Ach so. Die haben die Pakete gebracht. Hier, Granaten, Munition. Ach so, Versorgung sozusagen. Genau. Ja, ich verstehe. Schau, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir ihn hier flankieren. Ist die Frage, flankieren wir ihn mit 45 oder schmeißen wir einfach die nächste Granate hinterher? Schmeiß Granaten. Unsere Basis braucht danach wirklich definitiv einen Neuanstrich. Ja, und? Mal renovieren. Hallo, was machst denn du da drum? Der stellt sich halt einmal hoch. Komm mal schön wieder runter hier. Das macht er schon. Na ja. Runter vom Tisch. Schau, jetzt ist er wieder unten. Kein Benehmen so. Hier. Sind was hier nicht zu Hause und dann die Füße auf dem Tisch. 54. Jetzt ist die Frage. Laufen, schießen. Die Schredder-Rakete. Hört sich beides gut an, aber was haben wir eigentlich noch? Wir haben noch einen Ramirez. Was haben wir eigentlich noch in der Umgebung für Feinde? Ja. Gute Idee. Gute Frage. Gute Antwort. 55. Ja. Hier. Ramirez, tu deine Sachen. Daneben. Es ist doch ein Lappen. Du hattest recht. Das sag ich doch. Weiter vor und dann draufballern. Aiden, ja, klar. Er flankiert ihn. 95, komm, das ist einfach der Aiden. Ja, aber weg ist er nicht. Bam, 10 kritisch, Alter. 10 kritisch in den Kopf. So, hier definitiv Aiden, nachladen. Killer. Was? Definitiv nachladen. Ja, finde ich eine gute Idee. So, unser Baylor ist auch wieder on the run. Ich würde sagen, wir haben das ganze große Kniftenzeug fast schon verschossen alles, ne? Ja, ich würde aber trotzdem sagen, wir geben Gas und rennen hier rüber, oder? Ja. Oder möchten wir hier hin? Dann sind wir hinten offen, aber bis jetzt hat... Wir müssten eigentlich alle gelegt haben. Ich wüsste nicht, wo jetzt noch einer rumsteht. Ja gut, aber da kommen doch wieder welche, oder? Ja, aber zumindest erstmal wieder zurück zum Team. Der ist da nämlich so Lonesome Rider. Ja, ganz okay, hinten. Back to the Team. Okay. Back to the team. Außerdem kann Baylor hier noch schön Splittergranaten durch die Gegend schmeißen. Unser lieber Disco darf auch mal nachladen. Disco. Ach ja. Mein Hals. Ja, da geht's weiter. Hier. Hallo? Ein Cyberdisc. Schön. Dann verstehst du jetzt, warum ich ihn hier weggezogen habe? Das ist eine Klobrille, ist das. Da kommt noch eine Klobrille. Hier geht. Zwei Klobrillen, mein Gott. Ja gut, die werden wir... Nee, die mag ich nicht. Ja, das sind die Reparatureinheiten. Ja, die müssen auf jeden Fall, aber da haben wir noch den Ramirez. Vielleicht kriegt er zumindest so eine kleine Reparatureinheit kaputt. Zwei. Ja gut, die haben nur drei. Cyberdisk Number 3. Ey, wie viele kommen denn da noch? Und noch eine Reparatureinheit. Nein! Igitt. Alter, jetzt reicht's zwar langsam hier. Nö, da geht schon. Aber die kommen alle von einer Seite. Das ist schon mal praktisch. Nee, das ist praktisch. Ja. Weil die alle von einer Seite, das heißt, du kannst dich wirklich in eine Richtung decken. Dann würde ich auch gleich mal das Bild zu den Gegnern drehen. So ist das schön. So mag ich das. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Wir sind weit vorne. Vor allem, denk dran, wir haben einen Schweber dabei.
Das heißt, das Team sollte teilweise auf Feldposten und nah zusammen sein. Schau mal, hier können wir hinlaufen und können... Ja, natürlich, deswegen sage ich ja. Hier können wir hinlaufen und können auf Feldposten gehen. Okay. Begebe mich auf Position. Das ist eine gute Idee. Wir könnten nicht mehr, nee, geht nicht mehr, genau. Vergiss nicht deinen Tee. Ja, ich immer wieder ruhig. Bin da ganz traurig, wenn der kalt wird. Der Ramirez steht da eigentlich ganz gut, auch wenn er so nichts trifft. Okay. Ja. Ja. Geistige Verwirrung. Unseren Aiden wieder hinter die Volldeckung ziehen. Würde ich auch sagen. Oder wir ziehen unseren Flecken hinter die Volldeckung. Das gefällt mir sogar noch besser. Okay. Mein Flecken ist da vorne ziemlich am Arsch und ich würde auch in der nächsten Folge... In der nächsten Folge? In der nächsten Folge. Ja, doch, in der nächsten Folge. Zeit ist schon wieder um. In der nächsten Runde würde ich auch gern ihn vorne wegziehen. Wer ist denn das? Der, da noch, der Einzige, der noch vorne sitzt. Das ist Gianluca Bela. Ja, genau. Und der sollte da auch weg. Und vor allem, wir müssen jetzt ein paar auf Feldposten setzen. Ne? Ja, was hältst du davon, wenn wir Aiden so langsam mal hier Richtung Volldeckung ziehen? Finde ich ganz gut. Feldposten? Finde ich ganz gut, ja. Die Lappen können da sitzen bleiben. Genau. Die Lappen werden dann auch sozusagen als Kanonenfutter da misshandelt. Was? Ja. Nein, das sind Lappen. Nein. Sowas machen wir nicht. Die können wir gar nicht... Alien-Aktivität? Ja. Von da hinten. Alles gut. Das wäre natürlich jetzt scheiße. Ah, die erste Reparaturdrohne. Oh fuck, alle vier. Ja, das ist natürlich echt hässlich. Das ist jetzt echt hässlich. Aber gut, die erste ist weg. Definitiv, ja. Matsch. Wäre mir lieber gewesen, wenn es eine Cyberdisk gewesen wäre. Ja, mir auch irgendwie. Aber das haben die Aliens absichtlich gemacht. Die sind auch nicht doof. Na, schau. Bäder. Also die KI ist da gar nicht so blöd. Die wussten ganz genau, dass wir auf Feldposten gehen. Und schicken erstmal hier so eine Drohne voran. Genau. Ja, so wie wir unsere Lappen. Ne, unsere Lappen vorschicken. Haltdeckung daneben. Sehr gut. Ach, wir bekommen Nachschub. Wir bekommen Nachschub. Wer ist das? Das schaut aus wie. Jetzt kannst du es anklicken. Pass auf, nein, ich will ihn nicht anklicken, sondern ich will es sagen. Es ist Bing Hoppus. Ist es Bing Hoppus? Ja, Achtung. Ist es Bing Hoppus? Bing Hoppus. Es ist Bing, der Blitz Hoppus. Sehr schön. Es ist Bing, der Blitz Hoppus. Und damit ist die Folge vorbei, lieber Tim. Okay, ich schiebe ihn noch schnell dahinter. Nein! Hinter Volldeckung. Schon passiert. Okay. Feldposten. Okay, super. So, Freunde. Okay. Folge vorbei. Folge vorbei. Ja. Bis zum nächsten Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao.